Die Impfpflicht. Letztes Jahr wurde sie beschlossen, gestern wurde sie wieder abgeschafft. Voller Tee war in Dornbirn beim Messepark, um bei der Vorarlberger Bevölkerung nachzufragen, wie sie das sehen. Also ich sehe das super, weil ich glaube, dass jeder sollte selber entscheiden über seine Rechte und so weiter, ob man das will oder nicht, und auch selber Risiko tragen. Also ich finde eine sehr gute Entscheidung. Also ich finde, die Impfpflicht war schon von Anfang an sehr unnötig. Ich meine, es ist jedem selbst überlassen, ob er sich impfen will oder nicht. Ich denke, es war auch ein Zwang gegenüber der Bevölkerung. Aber zum Glück ist es jetzt abgeschafft geworden und jeder kann sich jetzt selber für die Sicherheit für sich selber entscheiden. Und ja. Also ich persönlich finde die Impfpflicht gut und ich habe alle drei Impfungen gehabt und auch die Booster-Impfung, weil mein Papa schwer krank ist seit 10 Jahren und ohne die Impfung hätte es sein Leben gekostet, die Krankheit zu überwinden, und deswegen finde ich die Impfung sehr gut und sehr schade, dass sich immer nur die Hälfte von der Bevölkerung für was einsetzt und immer nur Hass verbreitet wird, anstatt man einfach mal zusammenhebt und mal auf andere hört und immer nur auf sich selber. Ja, Gott sei Dank, hätte nie eingeführt werden dürfen, in meinen Augen. Sowas ist etwas, was jeder Einzelne persönlich für sich entscheiden sollte und nicht der Staat entscheiden muss, wer sich impfen lässt und wer nicht. Also von vornherein eigentlich total falsch gehandelt.